Kommt, die Straße ist leer. Wir können schnell rüberlaufen. Guckt mal, da ist Professor Imbi. Hallo Kinder. Kommt mit. Hier sieht's aber komisch aus. Wow, ein Roboter. Hallo Kinder, passt lieber auf, hier ist gleich eine Roboterversammlung. Darf ich noch ein Foto machen, bitte? Ja, klar. Danke. Streck die Arme nach vorne. Kommt, wir steigen ins Auto. Wartet! Fehlt noch ein Roboter. Danke! Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Okay, dann beamen wir uns halt zurück. Tschüss! Wartet auf mich! Hallo, wie war's in der Zukunft? Oh, jetzt muss ich mich aber sputen. Vielleicht sind sie schon da. Hi, da bist du ja. Komm, wir warten noch kurz auf den anderen. Ah, da ist er ja schon. Komm, wir gehen zur Hütte. Lass uns zur Hütte gehen. Da werde ich euch zeigen, wie ich das Schloss sehr toll finde. Und dann ihr zwei. Okay? Mal sehen, was du uns getan hast. Ob die Eule auch gleich da ist, das werden wir ja sehen. Das ist aber wirklich toll. In der Zukunft gibt's verrückte Läden. Was soll ich kaufen? Ein Hut. Ein Schwert. Komm mit mir. Das Restaurant sieht gut aus. Hallo! Ja? Komm mit mir! Nudeln bitte! Danke! Danke! Das war lecker! So stelle ich mir meine Zukunft vor. Hallo, ich heiße Hermine Granger und ich erzähle euch heute, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Ich glaube, dass alle Menschen irgendwann in Baumhäusern leben werden. Das ist Zukunft, Hermine. Sie wird euch ihr Baumhaus zeigen. Hier ist mein Bett. Es hat sogar ein Geheimfach. Hier ist meine Kommode und da oben ist eine Kuckucksuhr. Auf der Fensterbank sitzt eigentlich Hedwig, aber der ist gerade unterwegs. Unten im Schrank steht eine Parfümflasche. Und oben auf dem Schrank ist eine Flasche, wo ein Miniaturschiff drin ist. Hier ist eine Blume und auf dem anderen Fenster ist ein Fernglas. So, das war mein Zimmer. So, jetzt geht's zum Bad, aber erstmal hol ich mir eine kleine Leckerei. Wartet ganz kurz. Oh, ein leckerer kleiner Apfel. Mmh.
Das ist das Bad mit Dusche, Klo, Waschbecken, was es halt braucht. Übrigens, der Apfel von gerade eben schmeckt sehr lecker. Ich glaube, ich bin mich zu den Kindern ins Zimmer. Guck mal, das ist das Fernrohr und der Balkon von meinen Kindern. Von meinen Kindern, da ist ihre Katze Mieze. Sie haben ein Mikroskop, das kann 100 Milliarden Mal vergrößern und sie forschen sehr viel und haben ganz schön viel Zeug in ihrem Zimmer. Ja, ach so, übrigens, die haben da noch eine Blume. Und hopp, ja, das war das Zimmer von meinen Kindern. So, jetzt blühe ich aber mich erstmal in mein Bett. Ich bin nämlich hundemüde. Morgen erzähle ich euch mehr. Oh, hallo, ich esse gerade etwas. Lecker. Oh, da kommt mein Hund Bello. Das ist Bello. Ich will euch noch was zeigen. Kommt doch mal mit. Oh, mir ist es zu anstrengend. Bim. Bim. Oh, aua. Oh, guck mal, hier sind Kristalle, wie schön. Tschüss, bis in die Zukunft. Hallo. Hallo. Ich lade dich zum Essen ein. Was gibt's denn? Es gibt Algenpizza. Ja, lecker, das habe ich ja lange nicht mehr gegessen. Oh, süß. Ferien in der Zukunft. Hi Mary. Hi Max. Wohin wollen wir eigentlich? Wie wär's mit der Karibik? Okay. Das können wir hier stehen lassen, oder? Ja, klar. Gut, dann los. Hey Leute, lasst uns ein Unterwasserhotel mieten. Wow, richtig gute Idee. Willkommen im Unterwasserhotel. Ich bringe euch jetzt zu euren Zimmern. Folgt mir. Dies ist euer Zimmer. Geht weiter hinein, dann kommt ihr zum Hauptraum. Ich wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt. Geht jetzt durch dieses Portal und verbringt zwei tolle Tage in einem einsamen Schloss in einer längst vergangenen Zeit. Wer hat Lust? Wir hätten Lust.